Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Zombie U. Und bevor wir weitermachen, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe den ersten Platz meiner Top 10 zu den besten Spielen 2012 hochgeladen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Link in der Beschreibung und natürlich das Video in meinem Kanal. Okay, los geht's. Wir sollen für den Doktor 7 Briefe besorgen. Und ich hatte einen lustigen Bug, von dem ich euch berichten möchte. Letzte Mal habe ich gespeichert, ganz normal, im Bett und so. Und ich habe das Spiel ganz normal gestartet, die Konsole gestartet. Ja, da war der Spielstand weg. Und ich habe mich erstmal total erschrocken, weil das wären über 4 Stunden Spielzeit schon weg. Das wäre scheiße. Habe ich die Konsole nochmal gestartet, weil der Spielstand wieder da. Nur wurde ich zurückgesetzt zur letzten Mission, die wir davor gemacht haben, wo wir da in der Garage waren, wo ich getötet wurde und so. Was ziemlich lame war. Also habe ich mich nochmal mit einem anderen Charakter eine halbe Stunde durchgeboxt. Was jetzt natürlich ärgerlich ist, ich kann es euch gar nicht zeigen, das seht ihr natürlich nicht auf dem Gamepad. Ich habe meine Armbrust verloren, ich habe meine Pistole verloren, die Schallgedämpfte. Alles, was ich bekommen habe, war natürlich die Schrotflinte. Und das ärgert mich natürlich jetzt wie Sau. Aber kann man nichts machen. Okay, dann wollen wir mal. Safehouse. Wollte ich euch mal eben davon berichten, weil das ist schon nervig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas Ähnliches erlebt habt, aber wenn ihr es erlebt habt, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, weil mich hat das gerade furchtbar angekotzt. Und sowas sollte man, denke ich, nicht außer Acht lassen. Ich hoffe, die patchen das nach oder so. Safe House. Wow, haben wir gerade den Boden geküsst, hä? Okay. Neue Infos. Check die CCTV-Monitore. Die wunderbare Überwachung in ganz England. Ja. Da, guck da. Okay, ne, wir können ja auf meinem Gamepad jetzt gucken. Da steht, wie hier alles ausgerüstet war oder irgendwie so. Welches Level was hat, meine ich. Hanbury Green, Brick Lane Markt. Da gibt es Kuchen, einen Energy Drink, einen Molotov Cocktail, die P226-Pistole. Langsam. Kann ich mir das festpinnen? Moment. Was haben wir hier? Ich suche nach einer richtig geilen Waffe gerade auf meinem Display. Aber wir haben hier mal null irgendwas und das ist ziemlich dämlich gerade. Irgendwelche Nachrichten? Ne? Okay, ich habe drauf geguckt. Bist du ja. Was hast du da im Palast getrieben? Na egal. Ich hätte da eine Idee. Das ist eine Idee. Es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehl hat Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Sag ihm, der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden. Was? Er fickt... Ah, er schickt mich! Ach so. Okay, aber was ganz anderes verstanden. Ich habe auch irgendwas gefunden gerade in dem Safe. Da können wir tolle Sachen herstellen. Was ich dafür brauche, ist mir aber ein Rätsel. Ah, haben wir sogar das Teil mit dem Schalldämpfer, was ich verloren habe. Das können wir hier sogar herstellen mit ein paar tollen Sachen. Doppelläufiges Schrotgewehr habe ich, da fehlt mir nur noch so ein komischer... Ne, die Kapazität fehlt mir, okay. Die können wir finden. Das seht ihr natürlich jetzt nicht auf dem Display. Ich sehe nämlich gerade so Blauskizzen, oder Blaupausen kann man sagen, oder einfach halt Skizzen, wo wir uns die ganzen Sachen herstellen können. Da sehe ich gerade einmal die normale Pistole, die man standardmäßig bekommt. Dann haben wir hier die Schallgedämpfte, doppelläufiges Schrotgewehr, einen Karabiner, den fand ich furchtbar schlecht, Jagdarmbrust natürlich... Und die Standardpistole. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist das wirklich die Pistole, die wir am Anfang bekommen? Oder ist das eine stärkere Pistole, die wir herstellen können? Das wäre jetzt das, was mich interessieren würde. Es ist nicht schallgedämpft. Ist klar. Ich will das Ding jetzt nicht herstellen. Es ist komplette Verschwendung. Ich könnte damit was viel Besseres herstellen. Ist klar. Wir müssen wahrscheinlich auch die Skizzen erstmal finden. Ich lasse erstmal alles so, wie es ist. Ist besser. Wirklich besser. Ich glaube, wir sollen reisen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich schau mal immer auf die Karte. Ne, wir müssen da weiter runter. Okay. Zum Glück kann ich durch die Karte scrollen. Das ist ziemlich praktisch. Okay. Wir haben da eine P226 gehabt. Wir sollten da eigentlich mal nachschauen. Das wäre toll. Wir pinnen uns das mal fest. Brick Lane Markt. Wir könnten ein bisschen auf Entdeckertour gehen. Wir müssen da zwar nicht hin. Sehr risikoreich, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich meine, wir haben die starke Schrotflinte, aber so eine Pistole ist ja auch nicht ganz verkehrt. Wenn die stärker ist. Okay, ich habe es mir festgepinnt. Ich weiß nicht, ob das die genaue Position ist. Da müssen wir mal gucken.
Pimlico, Buckingham, Bond Street. Da kommt James Bond her. Kein Scheiß. Natürlich nicht. London Bridge. Da gab's doch irgendeinen so dämlichen Song, den habe ich vor Jahren mal im Radio gehört. Oh shit, da sind wir. Überfalle das Militärwaffenlager. Sollen wir sogar zum Green Park? Ich bin... Oh, oh. Habt ihr das gehört? What the fuck? Kommt raus, ihr Viecher. Genau, das ist mir auch aufgefallen, das wollte ich euch noch sagen. Ich habe vor kurzem ein Update gezogen für Zombie U und die Ladezeiten sind plötzlich furchtbar lang geworden. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber das ist dumm. Okay, es sind eine Menge Zombies. Ja, da können wir die Pistole mal nehmen. Darf ich natürlich nicht zu nah an mich herankommen lassen, das Logo. Jetzt natürlich die Frage, wo finde ich die Pistole? Ich sehe ja natürlich nichts. Müssen wir uns ein bisschen genauer umschauen. Hier hinter. Hä? Hier werden mir zwei Zombies angezeigt. Warum sind die jetzt verschwunden? Vielleicht waren das gefressige Raben, die Zombie-Fleisch im Mund hatten. Hä? Wo seid ihr? Muss ich überhaupt hier lang? Ich schau mal gerade. Nee. Nee. Ich habe hier was markiert. Moment. Nee, nix. Okay. Die Pistole sollte aber hier irgendwo liegen. Frag mich nicht wo. Habe ich da jetzt was rausgenommen? Nee. Kann ich auch. Ich kann mit denen kommunizieren. Das ist gar kein Thema. Ach, du krabbelst ja nur. Ja, Moment, dann haben wir gleich. So. Hölle! Wunderbar. Nichts. Gar nichts zum Plündern. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Noch mehr Zombies hier in der Ecke? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe hier gar nicht letzte Mal alles erforscht. Komm mal her. Warum sind denn hier alle am Krabbeln? Aber ich find's gut. Weniger Arbeit. Alles klar. Den Müllcontainer, da ist nix drin. Ich werd nicht mehr. Ich hab die Pistole gefunden. Moment, ist irgendwas hinter mir her? Oh, sehr gut. Wenigstens muss ich das Teil jetzt nicht herstellen. Okay, ich hab keinen Platz in meinem Inventar. Scheiße. Wir haben keine Armbrust. Also kann ich die Bolzen mal verschwinden lassen. Was mich wundert ist... ob ich die Pistole irgendwie wegschmeißen kann. Ich meine, das ist ja die gleiche Munition. Tauschen wir die mal aus eben. So, weil die Schallgedämpfte ist doch schon sehr interessant. So, die hat eine Feuerkraft von 61 und die Nicht-Schallgedämpfte, schaue ich mal eben nach, hat eine Feuerkraft von 77. Aha. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, Kopftreffer sind hier ganz, ganz wichtig. So, equipped, nachgeladen, dann würde ich mal sagen, verzischen wir uns von hier, denn hier liegt sonst nur noch Munition rum und brauche ich nicht. Oh, das ist gut. Wenigstens haben wir die Pistole dann schon mal wieder bekommen, weil der Spielstandverlust von vorhin war echt nervtönend, ohne Mist. So, wir gehen zurück, Victoria Memorial. Westminster Abbey. Madame Tussaud. Die ganzen Wachsfiguren. Schon beeindruckend, diese Dinger. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf die Hauptmission. Wir sollen nämlich die Briefe beschaffen. Oh, wo bin ich denn? Oh, ich bin ganz falsch abgebogen. Ich muss um Safe aus. Ohoho. Moment, ich bin hier richtig. Hä? Okay. Hier ist anscheinend der Green Park. Oh, ich liebe das, wenn das so ruhig ist. Gar nichts los. Mucksmäuschen still. Ne, jetzt mal ohne Mist. Ich habe gerade auf die... Ich habe hier keine Karte. Aha. Das heißt, ich muss noch kurz runter. Hier wurde mir gerade angezeigt, dass ich richtig bin. Wo bin ich denn gerade? Wo befinde ich mich denn gerade?
Hier. Das müsste das weiße sein. Victoria Memorial, ja. Das Ziel wird mir da angezeigt. Ah, müssen wir vielleicht irgendwie raus. Okay. Muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Oh, die Schallgedämpfte. Da wir aus England kommen, wir eine Schallgedämpfte P226 haben. Ist das nicht sogar eine Walter, wenn ich mich nicht täusche? Oh, weiß ich nicht so genau. Nicht so der Waffenexperte. Ich komme mir vor wie Zombie James Bond. So ein billiger Abklatsch. Okay, wollen wir mal raus. Die Raben von D rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Grünes Licht für die Evakuierung? Moment, hier bin ich falsch. Ich dachte, sie wäre tot. Aber beachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung, Scheiße. Die knallen dich hier ab und klauen dir deinen Pop. Ja. Jeder ist hier irgendwie für sich selbst. So, eben die Tür knacken. Müssen wir das so lustig hin und her schieben. Wunderbar. Oh, fuck, Zombies. Oh, oh. Viele? Boah, drei Stück. Meine Schrotflinte... Ich finde das ganz okay. Schrotflinte ist badass. Einfach so in den Kopf brätseln. Tut so einem Zombie extrem gut. Okay. Ich glaube, wir müssen 6 Briefe finden. Hm. Könnten die bloß sein? Oh, shit. Was ist, wenn die hier im Wasser sind? Sind sie aber nicht. Wo? Okay, mir bleibt so ein bisschen gerade die Sprache stehen. Ungelogen, hier sind 15 Zombies draußen. Sind das vielleicht die Raben? Boah, ich hoffe, das sind die Raben. Ich gucke aufs Display, ich sehe da irgendwie nur 20 rote Dinger. Nach dem Kabel um. Er hat die Keycard für die mobile Waffenkammer. Okay, wir sind im Green Park. Ich kriege jetzt auf meinem Display unten sowas Gelbes angezeigt. Irgendwas kommt langsam auf mich zu. Boah, was zum... Wieso sind hier so viele Punkte? Wow! Nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Na, ah, zu spät. Komm her, Dickerchen. Hier sind so viele Punkte, ich kann mich gar nicht orientieren. Ich hoffe, keiner kommt von hinten oder so. Zur Hölle. Okay. Leer. Munition gespart, herrlich. Da oben. Und da unten noch. Ah, da unten ist nur einer. Im Gegensatz zu früher ist die Army heute ein verdammtes Schwert. Okay, Schrotflinte. Also ah! Boah, hätte der mich gegriffen, wäre es das gewesen. Wunderbar. Schnell nachladen. Oh, wunderschön. Puh, da muss die mal einen Moment still sein. Irgendwas creept hier, glaube ich, auch noch im Wasser rum. Kann das sein? Ich hoffe nicht. Ah, da ist die Keycard. Thunderau. Waverly war einer von den Guten, weißt du? Er hat meinen Arsch durch Kuwait gebracht und noch weiter. Ein Mann von Ehre. Der Arme. Schade, dass er draufgegangen ist. Hm. Guck gerade eben noch mal aufs Radar, ob da keiner wirklich ist, denn ich traue mich nicht so wirklich ins Wasser zu gehen. Das ist ein Ball! Yeah! Ich spiele ein bisschen Beachvolleyball mit den Zombies. Ich meine, die sind doch ganz freundlich gewesen. Letztens die Zombie-Party war doch gar nicht so schlecht. War schon edel. Durch! Schnell! Okay. Hä? Ich schieß garantiert nicht aufs Fass. Das könnt ihr knicken. Ist nur der eine. Jeder kommt kleiner von hinten. Ich hab ja noch mein Virozid, also. Halb so wild. Er sagt mir, ich soll zurücklaufen. Ich soll da gar nicht lang. Okay. Zombie-Frösche am Quaken. Herrlich.